Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch von deinem YouTube-Kanal Modbox den Lizard 17221 vor. Dieser Traktor wird uns zur Verfügung gestellt von R.Mihail und der oder die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieser Mod für alle Plattformen zur Verfügung steht, sprich auch für unsere Freunde der Konsole, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Auch ihr und wir können uns diesen Traktor, unseren Mod, herunterladen und nutzen. Ja, schauen wir uns unserem Shop an. Im Shop finden wir uns unter Traktoren oder halt unter Mods und DLCs. Und da haben wir den Lizard für 45.000 mit 42 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von 45 km/h. Also maximal 42 km/h. Also jetzt nochmal zurück. Sprich, für 45.000 bekommt ein 180 PS starken Traktor mit 45 km/h Maximalgeschwindigkeit. Ja, was letztlich konfiguriert? Einmal gibt es die Anhänger-Konfiguration. Da kann man sagen, Frontzapfwelle ja oder nein. Sieht ein bisschen kurios aus in meinen Augen, weil irgendwie fehlt mir hier. Da ist Anschluss, okay. Mal was anderes. Dann die Kotflügel, diese hier, die kann man halt entweder in Metall oder in Kunststoff. Ne, je nachdem, was einen beliebt. Motorsführung gibt es in 180 oder 240 PS. Seht ihr hier, dass da das Auspuffrohr rausragt. Und Reifenwaren gibt es nur Reifenvarianten, keine Hersteller. Gibt es Radgewichte, Zwillingsbereifung oder Standard? Ne, die Möglichkeiten habt ihr. Und mal angenommen, ihr macht jetzt so. Das ist, ja, also sprich, wenn ihr den komplett durchkonfiguriert, kommen nochmal zu den 45.000, 8.000 wieder zu. Und für 53.700 Euro habt ihr einen 42 PS starken Traktor. So, in-game. Texturtechnisch bin ich eigentlich recht zufrieden. Es ist alles gut gemacht. Ne? Ihr seht hier unten die Hydraulik. Die Schläuche sind da und sehen auch gut aus. Die Anschlüsse hier hinten alle vorhanden. Also texturtechnisch würde ich sagen, ist es völlig in Ordnung. Da gibt es nichts zu meckern. So, wenn wir jetzt mal einsteigen. Sound finde ich passt. Da gibt es in meinen Augen jetzt nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Ich finde, es passt sehr, sehr gut zum Traktor. So, ihr seht, der Fahrer ist schon mal voll animiert. Innenansicht. Instrumente sind auch beleuchtet. Ihr seht auch, selbst der Blinkerhebel ist animiert. Finde ich sehr, sehr schön. Hupe da auch. Rechts eine kleine Box eingebaut. Auch was anderes habe ich so auch noch nicht gesehen. Auch sehr, sehr cool. Und ja. Von innen passt es, oder? So. Ja, das Pedal, Lenkrad, alles animiert. Der Blinker außen, seht ihr, funktionieren. Eine Beleuchtung und Umleuchtung, drei Stück, standardmäßig auf dem Dach. So. Rückfahrscheinwahrscheinlich war da nicht. Bremsleuchten funktionieren, das passt auch soweit. Gut, haben wir ja schon getestet, hat er auch. Ist ein Knicklenker, ein bisschen anders zu fahren, aber es passt auf jeden Fall. Also ich bin recht zufrieden. Es macht Spaß und für das Geld 42 PS starken Traktor zu bekommen, ist glaube ich gar nicht so verkehrt. Ja, mehr kann ich euch zu diesem Traktor auch gar nicht sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt euch in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Aktiviert die Glocke, falls ihr nicht getan habt, um keine weiteren Mods von uns zu verpassen. Und dann würde ich ja sagen, hören wir uns zum nächsten Mal. Euer Christoph von Modbox. Ciao.